Hallo zusammen! Und ich habe mal nachgeguckt, das ist jetzt schon mein 26. Video, was ich euch zum Stapel ungelesener Bücher drehe, beziehungsweise ist der zweite Teil vom Video 26, sagen wir es mal so. Ich mache es ja jeweils mit zwei Videos mittlerweile pro Monat, einfach damit ich euch nicht auf einen Schlag zu viele Bücher gebe und dann wenig erzähle in 20, 25 Minuten, sondern ich mache meins Anfang des Monats und das zweite, was ich euch Mitte des Monats hochlade. Und da der Mai 4 Samstage hat, habe ich jetzt hier nochmal 6 Bücher liegen, die ich euch zeigen möchte, die ich euch vorstellen will, die schon seit Anno Pief in meinen Bücherregalen sind. Also zum Teil noch vor meiner YouTube-Zeit und vor meiner Blog-Zeit. Vorher habe ich es nur nicht Sub genannt, sondern das waren einfach meine heißgeliebten Bücherregale. Und irgendwann wollte ich sie lesen und ich möchte sie immer noch irgendwann lesen. Und deshalb zeige ich euch die 6 Stück mal, die ich hier habe. Ich habe ein Jugendbuch, ich habe 2 historische Sachen dabei, ich habe einen Klassiker dabei, ich habe einen Krimi dabei oder einen Jugendkrimi dabei und ich habe etwas Ungewöhnlicheres dabei, nämlich etwas zum Thema Heilpflanzen. Ja, ich fange aber mal mit dem Jugendbuch an. Es ist ein zweiter Teil. Den ersten Teil habe ich jetzt im Mai, auch im April gelesen gehabt, aber ich hatte mir die Bücher trotzdem schon zusammengelegt und werde das Buch dann wohl im Juni lesen. Wie lange ich die Reihe schon habe, weiß ich nicht. Bestimmt 4-5 Jahre. Also es sind wohl nur 2 Bände erschienen, von mehr weiß ich auch nicht. Die sind wohl auch mal verfilmt worden. Von Justus Pfaue, Bravo Anna. Ja, es geht um Anna. Sie ist Ballerina, also Balletttänzerin, und sie ist in New York, um dort Hauptrollen zu kriegen, um dort zu tanzen. Um sich über Wasser zu halten, muss sie nervenaufreibende Nebenjobs machen. Sie kommt auch nach Wien. Ja. Und kurz vor der Premiere, weil sie wohl die Hauptrolle hat, ist ihre Kabine verwüstet. Und erst da merkt sie, dass wohl irgendeiner ihr die Stelle neidet, obwohl ich meine, dass sie eigentlich in vorher klar sein müsste, denn sie ist schließlich eine Ballerina. Ja, es ist, wie gesagt, es ist der zweite Teil. Und, ich fand den ersten jetzt nur okay, deshalb möchte ich das eigentlich recht schnell dann auch hinterherlesen. Also das Buch werdet ihr wohl im Juni dann wiedersehen auf meiner Leseliste für den Juni, damit ich schnell gelesen habe. Und wenn sich bis dahin nicht meine Regale um keine Ahnung wie viele Meter verbreitet haben, werde ich diese Bücher wahrscheinlich aussortieren. Sie sind nicht mehr ganz aktuell, sie sind also auch aus den 80ern, 80er, 90er. Das eine ist von 88, ich glaube das ist von 90. Nein, von 89 ist dieses Buch hier und aber halt auch schon viel zu lange ungelesen hier in meinen Regalen. Und deshalb, zeige ich euch die Bücher, ne, damit ich die nach und nach befreie. Das nächste ist eine Biografie. Sie ist die letzte Maîtresse eines französischen Königs gewesen. Also Königs, nicht Kaisers. Ne? Eines französischen Königs gewesen. Zumindest wenn man bis zur Französischen Revolution geht. Danach gab es das Königshaus zwar nochmal, aber das zählt für mich nicht so wirklich, muss ich zugeben. Weil für mich war das französische Königshaus an sich, also die Regierungszeit, beendet, nachdem Marie Antoinette und Ludwig des 16. seinen Kopf auf dem Schafott gelandet sind. Und zwar geht es um Madame du Barry, ja, vom Ludwig dem 15., die Maîtresse, ist ihre Lebensgeschichte. Als Tochter, nur als uneheliche Tochter einer Lothringer Näherin und eines Mönchs. Sie ist 1743 geboren. Sie hat einen märchenhaften gesellschaftlichen Aufstieg gemacht. Was? Ein Satz. Und sie hat das geschafft, was sie wollte. Sie ist die Maîtresse von Ludwig dem 15. geworden. Er hat sie geliebt, er hat sie verehrt, er hat ihr alles zu Füßen gelegt. Und sie hätte auch länger gelebt. Ja. Wäre sie nicht nochmal zurück nach Frankreich gegangen, um das zu kämpfen, was sie hatte. Denn sie ist tatsächlich auch auf dem Schafott gelandet, ganz am Ende. Aber es ist ihre Geschichte. Ich habe das Buch auch schon mindestens 3 Jahre und
Ich habe sonst alle Bücher über französische Mätressen gelesen. Oder zumindest die, die ich im französischen Regal habe. Ich habe auch sonst noch ein, zwei Bücher über Mätressen, die noch nicht gelesen sind. Aber das sollte eigentlich langsam auch mal gelesen werden. Und deshalb habe ich es halt mit jetzt hier in dieses Video genommen, um es euch mal zu zeigen. Wer weiß, vielleicht hat es von euch ja schon einer gelesen, aber ich sage euch ja immer bei den Videos, wenn ihr es schon kennt, schreibt mir was drunter, erzählt mir was dazu und ihr macht das ja auch sehr oft, sodass ich dann weiß, das lese ich recht bald oder da warte ich noch ein bisschen mit. Das nächste Buch hat keinen Umschlag. Es ist noch von... Gott. Ja, also ich habe das mal von meinem Bruder übernommen, aber das ist schon ewig her. Habe ich eine Jahreszahl? Also die Originalausgabe ist 1966 erschienen. Die deutsche Ausgabe ist von 1981. Und das war dort schon die 8. Auflage. Die erste Auflage dieses Buches war 1973. Es ist ein Drei-Fragezeichen-Buch. Und zwar die Drei-Fragezeichen und der verschwundene Schatz. Es hat keinen Umschlag und ich kann euch zu dem Buch wirklich überhaupt nichts sagen. Nur so kann ich euch das zeigen. Und das ist nicht ganz normal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hört ihr das? Das ist, ja, innen ist es normal, aber das ist so ein merkwürdiger Umschlag. Ich weiß nicht, wie man den nennt. Das ist, ja, gebunden ist es, das ist es nicht. Aber das ist eher weich. Nicht wie Vlies, aber es ist irgendwie... Es fühlt sich etwas merkwürdig an. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, außer... Es geht natürlich wieder um die drei Fragezeichen. Justus, Peter und Bob. Gerade kurz überlegen. Justus, Peter und Bob, die wieder eine Aufgabe kriegen. Es geht um einen verschwundenen Schatz, den sie natürlich wiederfinden sollen, werden. Und ich gehe davon aus, dass sie es auch schaffen. Ob jetzt wieder Alfred Hitchcock sie damit beauftragt oder ob das ein Freund von ihm ist, der an die drei Fragezeichen herangetreten ist, das weiß ich leider nicht. Aber auch das Buch, mein Bruder hat die vor... Ist denn der ausgezogen? Ja. Vor 7 oder 8 Jahren hat er die aussortiert und seitdem habe ich die drei Fragezeichenbücher alle und einen Teil sind gelesen. Und ein Großteil noch nicht. Und wer weiß, vielleicht landet das dann auf meiner Liste für den Juni, denn jetzt im Mai habe ich kein drei Fragezeichenbuch, aber ihr wisst ja, ich lese die immer wieder gerne mal. Das nächste Buch ist etwas ungewöhnlicher. Es war auch mal der Stadtbibliothek hat es mal gehört. Ich habe es aufgekauft, weil ich es zu schade fand, dass es dort länger im Regal stehen bleibt. Ich sage gerne ungewöhnlich dazu, weil Heilpflanzen, Hexen, Übersinnliches ist ja nicht jedermanns Sache. Deshalb sage ich immer ungewöhnlich dazu. Es ist ein Buch über indianische Heilpflanzen. Ja, mit heimischen exotischen Pflanzen nach der indianischen Heiltradition Krankheiten vorbeugen und behandeln. Von Felix R. Paturi. Und ihr seht, ich nehme mal das Drei-Fragezeichen-Buch. Es ist schon ein anderes Format. Einmal hier die Tiefe und auch hier nach oben ist auch noch gut Luft. Es stehen jede Menge Heilpflanzen hier drin. Ich zeige euch mal so die eine oder andere Seite. Na? Okay, Bilder kann ich euch leider gerade gar keine zeigen, sehe ich. Ich meine, vorne im Inhaltsverzeichnis ist die eine oder andere Pflanze mit abgebildet. Aber ansonsten, ja, es ist unterteilt in die Lebensphilosophie der Indianer, also auch wissenschaftlich so, es geht ums indianische Erbe, es geht um die indianische Tradition, um die Medizin, Pharmazie und Medizin der Indianer, Zauberdrogen, also Pflanzen der Götter. Es geht um, weiter hinten doch um große indianische Heilpflanzen, das heißt, da ist dann hin und, na komm mal her, also es fängt quasi dann hier an. Man sieht es halt hier an der Überschrift, dass es darum geht. Und dann hat jede Pflanze so ein Abbild, beziehungsweise einen Abschnitt. Und bei der einen oder anderen Pflanze ist halt auch noch ein Bild mit dabei. Das Buch ist auch schon, ich weiß gar nicht, wie lange ich dieses Buch schon habe, ewig hier drin. Es sind Anwendungsmöglichkeiten. Aber natürlich, das darf man nicht vergessen, sollte man, wenn man so etwas macht, trotzdem vorher mit einem Arzt sprechen. Ne? Nicht einfach alles anwenden, sondern auch nachhaken. Mich hat das unheimlich interessiert, vor allen Dingen, weil ich zu der Zeit, als ich mir das geholt habe, jetzt mache ich das leider momentan weniger, ich komme einfach nicht in den Schreibfluss rein. Ich schreibe ja auch sehr gerne und viel. Und ich habe auch eine Geschichte über einen Jungen geschrieben, der halt indianischer Herkunft ist, wo der
Vater. Ich glaube, ich müsste meinen Unterlagen tatsächlich gucken, das kriege ich gar nicht mehr zusammen, ist schon ewig her. Wo der Vater halt ein Indianer ist und er selber woanders aufwächst. Und er das halt erst nicht wusste. Und ich habe mir ja dann eins der Bücher dazu geholt, weil er irgendwie in sich gemerkt hat, dass er mehr mit der Natur verbunden hat. Und dann habe ich mir damals dieses Buch zugelegt, weil ich das nutzen wollte für den Hintergrund des Jungen. Ich habe auch noch ein bisschen weiter geschrieben, aber leider nicht so weit, wie ich wollte. Ich glaube, da sollte ich nochmal von vorne anfangen, die Geschichte nochmal aufarbeiten. Das werde ich irgendwann auch tun. Und dieses Buch habe ich halt immer noch, weil ich mich selber auch für Heilpflanzen interessiere, für Kräutergärten, Kräuter, wie wende ich etwas an. Ich selber würde natürlich auch immer erst mit dem Arzt darüber reden. Aber das ist was mich schon immer fasziniert und interessiert hat, mit der Natur zusammen. Und ja, da passte die Kombi ganz gut, dass ich es für mich haben kann und gleichzeitig noch nutzen kann, um an der Geschichte weiterzuarbeiten. Ja, das vorletzte Buch ist, mir wurde gesagt, dass es eher ein Klassiker ist. Ich glaube, mal hinten drauf gucken. Ja, soweit ich weiß, ist das auch ein Klassiker. Von ihr ist auch Dorn und Vögel. Das habe ich definitiv drüben im Klassikerregal stehen. Das Buch steht bei mir im Australienregal. Denn das Buch heißt Land der Dornen und ist von Colin McCulloch. Oder Kellogg. Ne. Auch recht dick. Das sind 500 Seiten. Ich habe gerade hinten reingeguckt und weiß jetzt schon wieder nicht. 574 Seiten. Oh. Okay. Ich habe es nur vom Regal runtergeholt. Ich glaube, ich muss die Bücher in der obersten Reihe nochmal abstauben. Da komme ich halt nur schlicht dran. Da brauche ich jedes Mal eine Leiter oder einen Hocker für, weil es einfach außerhalb meiner Reichweite ist, weil ich so klein bin. Aber ja, eins ihrer ersten Bücher, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist halt eine Australien-Sage oder eine Saga. Ich muss gerade mal hinten drauf gucken. Das kriege ich mich überhaupt nicht mehr zusammen. Eine brillant erzählte Saga um Reichtum und Gier, Liebe und Hass, Tragik und Leidenschaft vor der prächtigen Kulisse Australiens und seiner wechselvollen Geschichte. Ja, und die Geschichte spielt um 1860 bis zur Jahrhundertwende, also bis um 1900. Es geht um Elisabeth, es geht um einen Alexander Kinross. Und ja, Elisabeth geht nach Australien, um dort diesen Alexander zu heiraten, weil in Australien zu der Zeit Mangelware an Frauen war. Und ja. Mehr weiß ich über die Geschichte auch gar nicht. Ich glaube, ich habe es mal für meine Mitbewohnerin geschenkt gekriegt, weil sie wusste, dass ich Dornenvögel habe. Und ja, aber es ist immer noch ungelesen. Und also sie hat es mir vor 3 oder 4 Jahren geschenkt. Also ich habe es auch schon lange, lange. Aber Australien ist momentan bei mir ja hoch im Kurs. Ich habe im April 2 Bücher über Australien gelesen. Ich werde jetzt im Mai 3 Bücher über Australien lesen. Vielleicht schiebe ich mir das dann in den Juni, um noch ein Buch über Australien zu lesen. Also nach Australien zieht es mich gerade wirklich ganz, ganz, ganz extremst hin. Vielleicht, weil ich einfach gerne mal eine Pause von Deutschland machen würde. Aber wer hat schon das Geld für den Flug, ne? Also wenn du da nicht gerade Verwandtschaft hast, wo du nur den Flug bezahlen musst, nutzt dir das überhaupt nichts, dass man da hin will. Also gehe ich immer durch Geschichten auf diesem Kontinent, der mich interessiert. Ja, und das letzte Buch ist ein zweiter Teil einer Reihe, zu dem ich euch auch deshalb gar nicht so viel sagen kann. Ich habe den ersten schon angefangen, ich habe ihn aber pausiert nach knapp 100 Seiten. Nicht, weil er mir nicht gefiel, sondern ich habe einfach nicht die Nerven, weiterzulesen. Es ist von Rebecca Gablé, Die Hüter der Rose. Und ja, sieht nicht dick aus, sind aber fast 1200 Seiten. Ich glaube, es sind 1192. Na, gib mir mal eine Seitenzahl. Nein, der erste ist so dick. 1113 Seiten. Ja, es ist der zweite Teil der Worringham-Reihe und eine Worringham-Saga. Wir sind im England Jahr 1413. Es geht um einen John of Worringham, der eigentlich eine kirchliche Laufbahn haben muss, der aber lieber Briter werden möchte, von zu Hause abhaut und guckt, dass er an den Königshof kommt. Viel mehr kann ich euch nicht sagen. Viel mehr möchte ich euch auch gar nicht sagen, weil das ist ein zweiter Teil. Der vorherige Teil ist halt das Lächeln der Fortuna. Und danach kommt, jetzt muss ich von unten nach oben lesen,
Das Spiel der Könige, der Dunkelthron und der Palast der Meere, der letztes Jahr erschienen ist. Letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr erschien. Also ich habe mir letztes Jahr auf jeden Fall als Taschenbuch gekauft. Ich glaube, die gebundene Ausgabe ist vor 2 Jahren rausgekommen. Ja. Dann zeige ich euch die Bücher gerade noch mal als Stapel. Ein Jugendbuch. Französisch und Biografie, so in die Mischung. Ein Jugendkrimi, Heilkräuter, Klassiker Australien und ein historischer Roman. Ja, und damit habt ihr es auch wieder geschafft. Ich freue mich. Vor allem bin ich gespannt, welches der Bücher aus diesem Video oder aus dem vorherigen Video, was ich euch ja Anfang des Monats hochgeladen habe, es auf meine Liste für den Juni schaffen wird. Das erfahre ich Ende des Monats. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich meine Leseliste schon ein bisschen zusammenstellen, klar, aber warum? Läuft mir ja nichts weg. Und vielleicht mache ich auch mal einfach eine, dass es mal keine Leseliste von mir gibt, sondern dass ich euch im Monatsrückblick Bücher zeige, die ich auf jeden Fall im Juni dann lesen werde. Und alles andere lasse ich offen, dass ich wirklich einfach mal, ohne mir Liste zu machen, ans Regal gehe, mir ein Buch rausgreife und das lese. Ich schaue mal, wie ich das mache. Ihr werdet es dann Anfang Juni sehen. Ich wünsche euch jetzt noch alles Gute, kommt gut durch den restlichen April, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ja, was das Thema Stapelung gelesener Bücher angeht und dann das 27. Video, sehen wir uns Anfang Juni und ich freue mich auf euch. Lasst es euch gut gehen. Tschüss!